Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Der Begriff der Datentreuhand ist hier doch aktuell noch nicht so klar definiert und wird im Moment noch für unterschiedliche Funktionen und Geschäftsmodelle verwendet. Der DDV hält es für förderlich, wenn wir hier ein einheitliches Verständnis erreichen können, um sich eben über Ziele und Handlungsoptionen in diesem Bereich dann auch einheitlich verständigen zu können. Ein Ziel zum Beispiel besteht in der Unterstützung des Datenaustauschs und der Datennutzung zur Förderung von Innovation und Wettbewerb. Ein weiteres besteht in der Stärkung, Gewährleistung oder Wiederherstellung individueller oder kollektiver Kontrolle im Sinne des Datenschutzrechts. Welche Treuhandstrukturen auf welche Weise der Digitalökonomie förderlich sein können, das wird jetzt Frederik Richter, Vorstand der Stiftung Datenschutz, skizzieren. Darauf freuen wir uns sehr. Noch zwei, drei Sätze zu unserem Referent, den ich sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen, lieber Herr Richter. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Morgen uns zu informieren. Frederik Richter wurde 2013 zum Vorstand der von der Bundesregierung neu gegründeten Stiftung Datenschutz berufen. Zuvor absolvierte er nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg einen Masterstudiengang zum Informationsrecht an den Universitäten Wien und Hannover. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten und von 2008 bis 2010 Referent und Datenschutzbeauftragter des Bundesverbandes der deutschen Industrie, von 2010 bis 2013 Berater im Deutschen Bundestag zur Urheberrechts- und Netzpolitik. Er ist selbstverständlich Mitglied in diversen Beiräten und Projekten, unter anderem an der Universität Münster, der AXA Group, und auch Autor verschiedener Fachzeitschriften, unter anderem Privacy, in der Fachzeitschrift Privacy. Ich freue mich sehr. Der DDV ist ja in einem turnusmäßigen Wechsel mit dem ZRW auch immer im Beirat der Stiftung Datenschutz vertreten. Insofern freue ich mich sehr, Ihnen, meine Damen und Herren, heute einen ausgewiesenen Experten des Informationsrechts und der Datenpolitik vorstellen zu dürfen. Und wir freuen uns sehr auf Ihre Ausführungen, Herr Richter. Ja, vielen Dank, Herr Tapp. Liebe Gäste, guten Morgen, guten Vormittag. In der Tat freue ich mich, dass der DDV sich im Beirat der Stiftung Datenschutz engagiert. Und ebenso freue ich mich über die Einladung zu diesem Web-Talk, zu diesem interessanten und recht jungen Thema. Ich freue mich auch, einmal in diesen Tagen über andere Dinge sprechen zu können als über die Corona-Warn-App und über die Registrierung von Gästedaten in Gastronomie- und Friseurbetrieben. Jetzt geht es also von der harten Realität ein wenig in die Zukunft, denn die Datentreuhand und ihre möglichen Ausprägungen ist ja etwas, was es noch nicht gibt. Und umso wichtiger ist es, dort auch mit einer gewissen zukunftsgerichteten Perspektive über diese datenpolitische Idee zu sprechen. Deswegen finde ich es sehr gut, dass heute das im Web-Talk hier passiert. Wenn wir definieren wollen, worüber wir sprechen, dann suchen wir natürlich erstmal im Netz nach Definitionen, nach kurzen Erklärungen, was ist denn eine Datentreuhand? Und wenn wir das tun, dann werden wir gar nicht sehr schnell fündig, denn eine konsentierte Definition dieses Begriffs gibt es noch gar nicht, denn wir haben auch noch keine festen Modelle dazu. Und wenn wir ins Ausland schauen, dann werden wir auch nicht unbedingt klüger. Dennoch ist das Thema Datentreuhand so ein wenig ein Renner in allen strategischen und datenpolitischen Papieren zurzeit. Die Bundesregierung hat ja bereits Eckpunkte zu ihrer Datenstrategie im vergangenen November verabschiedet. Die Datenstrategie ist ja jetzt, kommt ja jetzt bald ins parlamentarische Verfahren, also war schon im Kabinett oder ist in diesem Monat im Kabinett, um dann fürs zweite Halbjahr gerüstet zu sein, die Übernahme der europäischen Ratspräsidentschaft. Und bereits in den Eckpunkten im vergangenen Herbst hat die Bundesregierung die Datentreuhand erwähnt. Und passiert ist das im Zusammenhang mit dem Überthema Datenzugang. Zugang zu Daten, Nutzung von Daten. Aus der Motivation heraus und zu der Frage, wie können wir die Potenziale, die in Daten liegen, egal ob personenbezogen oder anonym, besser heben, besser nutzen. Denn wir haben sehr dezidierte Vorschriften zum Datenschutz, wie wir mit Daten umzugehen haben, um die Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen.
Wir haben aber auf der anderen Seite keine Vorschriften, ja, verkürzt gesagt, zum Datennutz. Wir haben keine Datennutzgrundverordnung. Wir haben nur eine Datenschutzgrundverordnung. Und auf der anderen Seite möchte die Politik jetzt ein wenig etwas entgegenstellen. Weil natürlich der Nutzen von Daten, der Wert von Daten etwas ist, der der Allgemeinheit zugutekommen kann. Und dazu müssen diese Potenziale genutzt werden. Und dazu müssen diese Potenziale für die Unternehmen und Organisationen, die Daten nutzen, erkennbar sein. Und man meint dann auch vielleicht noch einen gewissen Stups oder einen gewissen Anreiz setzen zu müssen, damit mehr Datennutzung stattfindet. Dazu braucht es natürlich auf der anderen Seite Aufklärung und Erklärung des Datenschutzrechts, denn dort ist die Unsicherheit groß. Was ist denn nun konkret erlaubt? Wir haben noch wenig Rechtsprechung zum Datenschutzrecht, zum jungen europäischen Datenschutzrecht. Wir haben zwar einige Leitlinien der Aufsichtsbehörden, aber eben noch keine bindenden Entscheidungen der Gerichte. Deswegen schrecken manche dann vor einem stärkeren Nutzen von Daten zurück, auch wenn das rechtlich unproblematisch sein mag. Aber da gibt es noch viel zu tun. Das ist die eine Seite, Erklärung, was geht unter dem Datenschutzrecht. Und die andere Seite ist, was sollte sein, gerade auch neben dem Datenschutzrecht. Denn wir haben viele Daten, die sind gar nicht personenbezogen, die werden aber vielleicht trotzdem nicht genutzt. Und in diesem Bereich kommen wir dann zum Datenzugang und zu Anreizen zur Datennutzung. Da gab es im vergangenen Jahr einen Vorschlag, Daten zu teilen, dass ein Unternehmen eigene anonyme Daten mit anderen Unternehmen teilt. Und da gab es den Vorschlag, das zu einer Pflicht zu machen, ab einer gewissen Unternehmensgröße Daten teilen zu müssen, eine Datenteilungspflicht. Das lief dann in der Rechtspolitik unter dem schönen Etikett Daten für alle. Und nun ist Zwang natürlich nur eine Möglichkeit, die Sache voranzubringen. Das andere sind Anreize. Und die Bundesregierung in ihren Vorstellungen zur Datenstrategie hat gesagt, wir wollen eher auf Anreize setzen. Wir wollen überlegen, wie können wir den Datenzugang und die Datennutzung befördern. Und einer der Punkte ist dann unser heutiges Thema, die Datentreuhand. Es haben jetzt in den vergangenen Wochen dazu die Fraktionen der Regierungskoalition nochmal Papiere nachgelegt, um die Bundesregierung ja, anzutreiben, noch ein bisschen zu pushen sozusagen, wie das dort genannt wird. Und dort sagt zum Beispiel die CDU-CSU-Fraktion, wir empfehlen den Ansatz der Datentreuhand weiter zu verfolgen. Datentreuhandmodelle können gute Möglichkeiten sein, Teilen von Daten und Nutzung durch Dritte über eine neutrale Instanz zu erleichtern und private Ansprüche geltend zu machen. Und die SPD pflichtet dem bei. Das heißt, wir haben viel Potenzial in diesem noch unbekannten Gegenstand der Datentreuhand. Denn als erstes stellt sich ja meist die Frage, wie soll das Ganze aussehen? Sollen Daten vorhanden sein bei der Datentreuhand? Sollen nur Rechte gemanagt werden? Wird die Datentreuhand ein Akteur sein oder wird sie nur ein Mittler sein? Vermittelt sie nur Datenflüsse? Steuert sie sie über Rechtemanagement oder soll sie auch Daten innehaben, verwalten und herausgeben oder Herausgaben verweigern? Das sind natürlich sehr systemisch und grundsätzliche Entscheidungen. Bloß bevor wir dazu entscheiden können, müssen wir eigentlich zunächst fragen, welches Problem soll denn die Datentreuhand eigentlich lösen und welches Ziel wird mit ihr verfolgt? Und weil über diese beiden Punkte noch keine Klarheit besteht, scheitern zurzeit die Diskussionen zur Ausgestaltung noch ein wenig daran, dass es an der klaren Zielvorstellung mangelt. Da kommen jetzt sowohl standortpolitische als auch verbraucherpolitische oder eben generell datenpolitische und wettbewerbspolitische Gesichtspunkte zueinander, was das Ganze, wie Sie schon merken, relativ komplex macht. Will man die Datentreuhand eher so als Anwältin der Verbraucherschaft sehen, die denen mehr zu ihrem Recht verhilft und zu mehr Kontrolle und zu mehr Überblick verhilft, als es die Datenschutzaufsichtsbehörden aus Sicht mancher können und vermögen? Oder geht es eher darum, industriepolitisch, wirtschaftspolitisch eben die Datennutzung zur Wertschöpfung zu fördern? Oder geht es vielleicht um beides? Das schließt sich nicht aus, diese verschiedenen Ziele und Funktionen. Dazu sind mehrere Papiere jetzt entstanden, aber am Ende entscheiden muss es natürlich die
Politik, die Digitalpolitik, die Datenpolitik. Deswegen ist es sehr gut, dass dieses Thema jetzt dann im zweiten Halbjahr aufgegriffen werden soll. Ich bin mal sehr gespannt auf die konkrete Datenstrategie der Bundesregierung, ob es dann dort eher so etwas verhalten heißen wird. Wir müssen mal prüfen, welche Modelle einer Datentreuhand in Frage kommen, oder ob man sich in diesem frühen Stadium schon für ein Modell entscheidet. Ich glaube eher Ersteres. Ich glaube, man ist noch in der Sichtungs- und Prüfungsphase, weil es eben auch in der Wissenschaft noch überhaupt keine Einigkeit gibt, wie eine Datentreuhand aussehen soll. Beispiele, was so eine Datentreuhand machen könnte, sind natürlich verschiedene denkbar. Wir haben das jetzt ganz aktuell gesehen im Rahmen der Covid-19-Problematik. Da ging es ja darum, welche Daten geht an die Gesundheitsverwaltung von den Menschen. Das ist bei sensiblen Gesundheitsdaten alles besonders streng reglementiert. Da muss das meiste einwilligungsbasiert geschehen. Aber auch da spielt die Freiwilligkeit eine große Rolle. Und da könnte man natürlich sagen, wie wäre es denn, wenn die Leute freiwillig Daten in Anführungsstrichen spenden an eine Datentreuhand, die zum Beispiel das Robert-Koch-Institut betreibt, um mit diesen Daten dann zum allgemeinen Wohl aus diesen Daten Erkenntnisse zu ziehen. Dazu muss man natürlich dann dem RKI vertrauen, aber theoretisch könnte man dort so eine Treuhandfunktion für Gesundheitsdaten ansiedeln, in diesem begrenzten Kontext. Eine Treuhandfunktion kann auch dort eine große Rolle spielen, wo auch wirtschaftliche Interessen im Clinch liegen könnten. Zum Beispiel im Mobilitätssektor. Da haben wir das immer mehr vernetzte Fahrzeug und irgendwann das autonome Fahrzeug, was eine Unmenge von Daten, die werthaltig sind natürlich für verschiedene Anwendungen, die eine Unmenge von Daten haben wird. Und da besteht seit Jahren die Diskussion, wem gehören denn diese Daten? Nun wissen wir, oder wir sollten wissen, es gibt kein Eigentum an Daten. Es gibt allein das Datenschutzrecht. Es kann dann noch das Datenbankrecht geben, eher aus dem Bereich des geistigen Eigentums. Aber es gibt eben kein Dateneigentum im Sinne des Zivilrechts. So, das heißt, da können Daten im vernetzten Fahrzeug entstehen, maschinell erzeugt, die vielleicht keinen Personenbezug haben, die aber auch niemandem gehören, weder dem Fahrzeughersteller noch dem Betreiber der Vernetzungssoftware, noch dem Fahrer oder der Führerin des Fahrzeuges. Da wäre auch eine Treuhandfunktion denkbar, dass diese im Fahrzeug erzeugten Daten erstmal von einer Treuhandstelle verwaltet werden, die dann Zugriffe gewährt, zum Beispiel für eine Werkstatt, die Daten auslesen will, zum Beispiel für den Fahrer, der die Daten vielleicht gesteuert an eine App weitergeben will. Auch eine Monetarisierung ist da denkbar. Stichwort Datenhandel in eigener Ausprägung. Das sind auch Funktionen, die denkbar sind. Auch im Bereich E-Government kann die Datentreuhand eine Rolle spielen, wenn es darum geht, Bürgerdaten vertrauensvoll zu verwalten. Es gab jetzt im Konjunkturpaket sogar einen Punkt, wo es darum geht, die digitale Verwaltung auszubauen. Und da ist die Rede davon, dass mehr Datenaustausch stattfinden soll zwischen den Behörden, dass aber die Bürgerdaten zunächst zu einer zentralen Stelle gehen und dann an die einzelnen Behörden weitergereicht werden können. Auch da ist eine Treuhandfunktion denkbar. Und natürlich auch im Onlinehandel, wo wir ja verschiedene Akteure haben, den Kunden, den Anbieter, eine Plattform, auf der ein Anbieter agiert, Zahlungsdienstleister, Banken, verschiedene Akteure, die alle mit Daten agieren müssen, die alle Daten brauchen. Und in dieser Struktur brauchen wir natürlich sehr viel Vertrauen. Bestenfalls genießen alle genannten Stellen Vertrauen und die Kundinnen und Kunden können den Stellen vertrauen und nichts passiert beim Datenfluss zwischen diesen Schnittpunkten. Aber natürlich könnte man auch daran denken, hier mehr Vertrauen zu installieren. Das wären dann natürlich auch Funktionen, die heute Dienstleister wie PayPal einnehmen, die sich auch als vertrauensvolle Abwickler dort aufstellen. Und das sind natürlich auch Funktionen, die anderswo denkbar sind.
Und schließlich wieder ein Zukunftsthema oder ein Halbzukunftsthema, die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz braucht zum Training ihrer Algorithmen, ihrer Kerntätigkeit in Anführungsstrichen, viele Trainingsdaten. Und diese Daten müssen auch irgendwo verwaltet werden. Und da reden wir auch schon seit ein, zwei Jahren von öffentlichen oder nicht öffentlichen Datenpools, wo diese Daten gepoolt, also aggregiert werden, um dann genutzt werden zu können von KI-Anwendungen und Systemen. Und auch dort spielt natürlich Vertrauen eine große Rolle. Wenn ich Daten in so einen Pool gebe, dann muss ich davon ausgehen können oder dann will ich davon ausgehen, dass dieser Pool vertrauensvoll gemanagt wird. Und auch dort ist eine Datentreuhandstruktur denkbar. Sie sehen, Anwendungsfälle gibt es einige. Grundsätzliche Fragen sind zu klären. Und wir stehen am Anfang dieser Entwicklung, aber ich glaube, es ist eine Entwicklung mit viel Zukunftskraft. Ich glaube, dass das Datenschutzrecht auf dieser Seite des Datenverwendungsspektrums gut ergänzt werden kann. Das muss sich auch überhaupt nicht beißen. Und alle sind sich einig, die DSGVO, die ist da, die muss auch für alle Treuhandlösungen gelten. Ich bin aber zuversichtlich, dass man Treuhandlösungen auch mit der DSGVO verzahnen können wird. Dies vielleicht erstmal als Überblick zum Thema. Ich freue mich auf Fragen aus der Gästeschaft und bin gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, Herr Richter, ganz herzlichen Dank. Es ist, glaube ich, wirklich ein unglaublich spannendes Thema. Und wenn ich Ihren Ausführungen richtig gefolgt habe, sind wir ja wirklich noch sehr am Anfang, was natürlich eine große Chance ist, das möglicherweise dann auch so zu begleiten, dass es zu einer guten und für alle Seiten befriedigenden Lösung kommt. Darf ich mit zwei Fragen beginnen? Wie wäre Ihrer Meinung nach so ein Geschäftsmodell einer Datentreuhand? Lässt sich das überhaupt privat abbilden oder sollte das Ihrer Meinung nach eine öffentliche Einrichtung sein? Und die zweite Frage, was halten Sie von möglichen Einwendungen und Befürchtungen, nach denen eine Datentreuhand am Ende dann mehr oder weniger ein Datenhändler ist? Ich glaube, das Wort Datenhändler, das polarisiert immer ein wenig. Was sind Datenhändler, müsste man da vielleicht zunächst mal fragen. Datenhändler wurden ja früher im Datenschutzrecht genauer geregelt. Jetzt haben wir die DSGVO, die da eher ein universelles Modell anlässt. Und letztlich sind Datenhändler so immer so ein kleines Bedrohungsszenario, ohne genau zu wissen, wo können hier die Risiken liegen. Eine Datentreuhand als Datenhändlerin, das wäre vielleicht problematisch, außer sie hat ein Mandat dazu. Es könnte natürlich sein, dass eine Datentreuhand in dieser Ausprägung damit wirbt bei den Nutzerinnen und Nutzern. Gebt mir eure Daten. Ich betreibe nach transparenten Bedingungen, die ihr abgesegnet habt, Handel damit und ihr profitiert davon. Das wäre durchaus denkbar, aber ich glaube, das ist nicht das wahrscheinlichste Modell, denn da müsste arg stark am Vertrauen gearbeitet werden. Und das Thema Vertrauen ist natürlich auch für das eventuelle Geschäftsmodell ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es die einen, die sagen, also Vertrauen bringe ich nur einem staatlichen Akteur entgegen, nicht privaten. Und andere sagen das genau andersrum. Und dann gibt es wiederum Dritte, die sagen, ich vertraue weder der privaten noch der öffentlichen Hand. Ich erwähnte das Stichwort am Anfang. Wir haben das jetzt gerade bei der Corona-App erlebt. Da gab es große Vorbehalte gegen eine App, die zentral Daten an eine staatliche Stelle ausleitet. Anscheinend ist das Vertrauen da noch nicht ausgeprägt genug. Bei einer Datentreuhand ist beides denkbar. Private Datentreuhandanbieter, die dann auch im Wettbewerb zueinander stehen können und sich vielleicht darüber profilieren können, ob sie höhere Datensicherheitsstandards einrichten, ob sie noch mehr Transparenz bieten, ob sie ein nachvollziehbareres Modell haben. Also es sind durchaus rein private Datentreuhandmodelle denkbar. Und soweit ich weiß, eines der Mitglieder des DDV, Data Trustee, bietet bereits so ein privates Datentreuhandmodell an. Sprich, das ist bereits am Markt. Ich glaube, der Markt ist noch recht klein, aber ich glaube, er ist im Entstehen und im Wachsen. Und das muss sich die öffentliche Hand natürlich anschauen, ob sie jetzt A, selber
direkt in einen solchen Markt in Anführungsstrichen einsteigt, in dem eine öffentliche Datentreuhand aufgestellt wird, oder ob sie es privaten Anbietern überlässt, die Datentreuhand zu etablieren, oder ob man über Mischmodelle geht. Es wurde auch schon mal vorgeschlagen, bei der Stiftung Datenschutz eine Datentreuhandfunktion anzusiedeln. Die Stiftung wurde ja von der öffentlichen Hand gegründet, aber nach privatem Recht, also ähnlich wie die Stiftung Warentest, eine private Entität aus öffentlichen Mitteln gespeist. So ein bisschen ein Hybrid, wenn man so will. Ich könnte mir aber auch eine Trennung vorstellen, dass die öffentliche Hand im Bereich E-Government die Treuhandstelle stellt als rein öffentliche Einrichtung und dass Private dann private Treuhandmodelle etablieren. Stichwort Geschäftsmodell, wenn damit dann Geld verdient wird, muss man natürlich sehr klar kommunizieren, wie die Geldflüsse sind, wer da profitiert, damit die Leute nicht das Gefühl haben, man verdient da jetzt mit meinen Daten Geld und ich habe da wenig von. Also da ist die klare Kommunikation wichtig. Vielen Dank. Herr Nachtsheim, Sie moderieren ja ein bisschen auch die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und sehen auch, wenn möglicherweise schon schriftliche Fragen eingegangen sind. Schriftliche Fragen gibt es hier nicht, Herr Tapp. Die Leute können sich einfach freischalten und ihre Fragen an den Herrn Richter oder auch an Sie stellen. Und wir sollten jetzt auch davon Gebrauch machen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sich alle gleichzeitig melden und wir uns dann nicht mehr gegenseitig verstehen. Aber wir versuchen es einfach mal. Wer eine Frage hat, möge sich jetzt einfach melden. Ich könnte sogar sagen, wir haben ja Frau Klingbeil, ist das eine Frage, die von Ihnen kommt? Bitte schön. Frau Klingbeil? Ja, vielen Dank. Sorry, ich musste nur die Stummschaltung aufheben. Vielleicht stellen Sie sich auch gerade kurz vor, das wäre nett. Ja, klar. Mein Name ist Bettina Klingbeil. Ich arbeite im Bundesministerium für Bildung und Forschung und leite dort das Referat Ethik und Recht, Rahmenbedingungen der Digitalisierung. Und wir beschäftigen uns eben intensiv mit dem Thema Daten aus Forschungs- und Wissenschafts-, innovationspolitischer Sicht. Und von daher interessiert uns das Thema Datentreuhänder natürlich auch sehr im Moment. Und ja, erstmal vielen Dank für die gute Einführung. Und es ist so eine Mischung aus Frage und Kommentar. Und zwar, also ich denke in der Tat, da sind noch sehr, sehr viele offene Fragen, die da diskutiert werden sollen. Ich denke, wahrscheinlich braucht man gar nicht so ein One-Size-Fits-All, sondern möglicherweise ist es auch, sind das Fragen, die bereichsspezifisch auch gelöst werden oder diskutiert werden müssen. Also das ist auch jetzt die Frage private, öffentliche, dass man eben schaut, wo genau, in welchem Bereich befinden wir uns. Geht es um Gesundheitsdaten, geht es um Mobilitätsdaten oder sind wir eher in dem Bereich Wirtschaftsdaten, dass man da möglicherweise auch bereichsspezifisch eher gucken muss, weil ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, so eine Lösung zu finden, die eben für alle Situationen passt. Also möglicherweise muss man da auch wirklich einfach genauer hingucken, um welche Daten geht es konkret. Und das wäre im Prinzip der Kommentar. Und die Frage ist für uns eben die uns als BMBF gerade beschäftigt, ist in der Tat, wie können wir Daten für die Wissenschaft besser zugänglich machen? Und da überlegen wir auch, inwieweit Datentreuhändermodelle dazu beitragen können, eben auch Daten stärker für die Wissenschaft zugänglich zu machen. Also das ist, sage ich mal, unser zentrales Anliegen und weswegen ich mich auch sehr freue, hier heute dabei sein zu können. Danke. Ich nehme gerne diesen Punkt nochmal auf, den letzten, weil ich den auch sehr wichtig finde. Da sehe ich vor allem, obwohl ich jetzt nicht mit Forschungsfragen bei uns damit befasst bin, auch eine Herausforderung in der Zentralisierung. Denn wenn Wissenschaftsdaten sehr dezentral, sehr diffus verteilt, sage ich mal so, nur abrufbar sind, dann können natürlich junge Forschungseinrichtungen, die können ja nicht erstmal alle Etablierten abklappern und um Daten bitten, in Anführungsstrichen. Wenn diese Daten quasi gewohnheitsmäßig in eine Datentreuhand eingespeist werden, zum Zwecke der Forschung und ohne datenschutzrechtliche Probleme. Wenn wir die jetzt mal ausklammern, weil wir davon ausgehen, dass es entweder nicht personenbezogen oder wir haben eine klare Rechtsgrundlage,
dann ist es natürlich viel leichter, zur Innovationshebung solchen Pool dann zu nutzen, auch für neue, junge Akteure im Bereich der Forschung. Da kann ich mir durchaus einen ganz konkreten Nutzen der Treuhand vorstellen. Das wäre dann eben die Treuhand, die Daten hat, die Daten verwaltet, die Daten herausgibt. Und davon trennen muss man die Treuhand, die Entscheidungen moderiert, die aber gar keine Daten haben muss, die also zum Beispiel ein Einwilligungsmanagement, da sind wir jetzt wieder im Bereich des Datenschutzrechts und eher so ein bisschen verbrauchernah, also recht weit entfernt von dem von Ihnen skizzierten Modell. Das zeigt aber eben die Bandbreite der Modelle auf. Und deswegen ist natürlich, wäre es auch hilfreich, glaube ich, wenn die Politik verschiedene Modelle definiert. Nicht das eine One-Size-Fits-All-Modell, was alles abdeckt, weil das wäre dann entweder eine so unscharfe Definition, weil so viele Ausprägungen denkbar sind, dass es nicht viel weiterführt. Dann lieber eine modulare Definition. Wir können die Verbraucherdatentreuhand haben, die digitale Souveränität für die einzelne Person vermittelt. Oder wir haben die Forschungsdatentreuhand, die in Richtung KI und Forschungsförderung Daten zentral abrufbar macht. Dann können wir uns auch vorstellen, eine Datentreuhand, die mit Daten etwas macht, die Daten auf ihre Qualität hin prüft oder Daten veredelt. Datenveredelung, Zuspeicherung anderer Daten, Datenaufwertung, das sind auch mögliche Modelle, aber das ist schon wieder eine dritte Schiene. Das zeigt die Mehrgleisigkeit der Diskussion und die Herausforderung auch für die Datenpolitik. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Vielleicht auch mal auf den Aspekt Marketing zu kommen, weil darum geht es ja auch im Kern. DDV, wie weit Datentreuhandmodelle dabei nützlich sein können. Ich kann mir vorstellen, dass da die eine oder andere Frage gibt. Aus dem Teilnehmerkreis, Herr Richter hat ja eben auch den Ansatz von Data Trustee angesprochen. Vielleicht ich habe noch mal eine Frage. Herr Richter hat ja eben davon gesprochen, dass das die eigentumsrechtliche Begrifflichkeit bei Daten, es ist ja so, dass das Eigentum nicht unbedingt erworben wird und jemandem zusteht. Wenn man jetzt aber die Idee einer Treuhand für Daten einmal weiterdenkt, dann wäre es doch denkbar oder möglicherweise erstrebenswert, das wäre jetzt die Frage, dass es auch rechtlich ermöglicht wird, Änderung der DGSVO, dass eine Treuhand, wenn sie dann diese Daten in welcher Form auch immer hat, auch Entscheidungen über Einwilligungen treffen darf. Also das wäre ja dann nochmal eine ganz andere rechtliche Situation oder Zukunftsvision. Oder sagen Sie, nein, das wäre dann eine Grenze, das würde in das Modell nicht hereinpassen? Oder sagen Sie, ja, wenn man das wirklich rund machen will, auch im Hinblick eben auf die Frage von Frau Klingbeil, im Bereich Wissenschaft oder wie auch immer, wäre das vielleicht gar nicht unklug, sich damit mit einer solchen Änderung der DGSVO möglicherweise zu beschäftigen. Also in der Tat haben Sie jetzt zuletzt eine Art Ausbaustufe dieses Datentreuhandgedankens skizziert. Denn das, was heute ohne weiteres schon möglich ist, ist so eine Art Einwilligungskontrollinstanz, Einwilligungsdokumentation. Also sprich, Verbraucherinnen und Verbraucher haben Einwilligung abgegeben, vergessen das aber zwangsläufig, weil sehr viele Einwilligungsanfragen kommen. Und Unternehmen und Vermarkter haben das Problem, Einwilligung rechtssicher nachweisen zu können und zu müssen nach dem Datenschutzrecht. Und hier ist natürlich eine Hilfe, die in der Mitte steht. Das ist dann keine Datentreuhand im Sinne, die schiebt jetzt Daten hin und her, sondern die ist erstmal so eine Art Hauptbuch des Datenverkehrs. Also die dokumentiert, wer hat wo eingewilligt, zu welchen Bedingungen. Und die Unternehmen gewinnen Rechtssicherheit und Nachweisbarkeit, die Verbraucherinnen gewinnen Überblick. Wo habe ich denn eingewilligt? Diesen Überblick haben sie ja heute nicht und da hilft ihnen auch das Datenschutzrecht nicht dabei. Das ist noch recht einfach machbar auf dem geltenden Recht. Auf dem geltenden Recht schwieriger machbar ist das, was Sie skizziert haben, dass ich also die Datentreuhänderin als sozusagen meine Agentin betrachte, die in meinem Auftrag mit meinen Daten dort an der Front kämpft sozusagen. Also die meine Daten verteidigt, die meine Daten auch herausgibt nach meinen Präferenzen, nach einem vorher ihr eingeimpften Präferenzmanagement sozusagen, die dann auch aktiv Einwilligungen für mich abgibt. Das würde eine unglaubliche Entlastung für die Verbraucherschaft bedeuten können. Das
verlangt dann natürlich großes Vertrauen in diese sehr aktiv handelnde Einrichtung. Und die Frage ist, inwieweit kann ich Einwilligungen delegieren? Und das ist halt auf der jetzigen DSGVO in der Tat schwierig, denn da heißt es, es muss für jeden Einzelfall in der Anfrage, wollen Sie einwilligen, sehr konkret bezeichnet werden, wofür. Und dann brauchen wir eine persönliche Entscheidung des Datensubjekts, also der betroffenen Person. Und das wäre dann ja nicht mehr gegeben. Denn es hätte ja keinen Sinn, wenn das Modell so wäre, ich mandatiere da eine Datentreuhänderin für mich anderswo Einwilligung abzugeben, nach meinen grundsätzlichen Vorgaben. Und dann muss die jedes Mal rückfragen, wollen Sie wirklich? Weil dann sind wir wieder in diesem Zustand von heute, ständige Anfragen, Abstumpfung der Verbraucher, man guckt nicht genau hin, man dokumentiert nicht. Also das wäre dann, das würde nicht viel bringen. Da bräuchten wir wahrscheinlich zumindest eine Klarstellung im Recht, zu sagen, ja, Einwilligungen können auch delegiert werden auf eine Einrichtung wie die Datentreuhand. Das ist aber auf dem jetzigen Recht problematisch. Vielen Dank. Ja, wer möchte, kann sich gerne selbst freischalten und seine Frage an den Herrn Richter und gegebenenfalls Herrn Tapp stellen. Ist jetzt die Zeit dafür. Ja, Daniel Simon, hallo. Ja, wunderbar, wir hören Sie, Herr Simon. Ja, hallo Herr Richter, wir haben ja gestern noch kurz per E-Mail geschrieben und hatten ja auch vor ein paar Wochen genau zu dem Thema uns länger ausgetauscht. Sie hatten ja auch gerade schon Data Trustee angesprochen. Wir machen ja im Grunde, was das Thema Einwilligung angeht, genau das, dass wir halt der Intermediär sind, der genau zwischen beiden Parteien steht, der sich selbst halt auch nochmal kontrollieren lässt, indem er alles, was gespeichert wird, sofort verhasht und in eine Blockchain schreibt, mit der halt jeder sofort sehen kann, wie ist der Hashwert und ist das immer noch der gleiche, den ich halt in einem Dokument gespeichert habe. Was hier natürlich ein Thema und ein Knackpunkt ist, da sprachen wir ja auch schon drüber. Wir sind jetzt seit, ja, ich würde sagen, einem Dreivierteljahr, fast einem Jahr, sowohl mit der Bundesnetzagentur als auch der Verbraucherzentrale NRW, als auch dem LDI NRW und jetzt auch mit dem LDI Baden-Württemberg, mit dem Herrn Brink in der Diskussion und Prüfung und versuchen, das ganze Thema halt da auch hinzukriegen mit einer entsprechenden Unterstützung, weil das halt für viele Kunden natürlich auch wichtig ist. Wir haben das Thema jetzt bei einigen Kunden eingebaut, das läuft technisch auch sauber. Aber die hätten natürlich alle gerne noch ein bisschen mehr Sicherheit, dass halt von irgendeiner, sagen wir mal, etwas offizielleren Stelle halt gesagt wird, ja, wenn ihr das so macht, ist das dann halt auch gut. Dass eine einzelne Gerichtsentscheidung am Ende immer noch mal anders ausfallen kann, gerade auch vielleicht an einem kleinen Amts- oder Landgericht, wo ein Richter ist, der sich vielleicht mit den Themen auch so gar nicht auskennt, das ist sicherlich immer noch mal ein Risikofaktor, den wir halt einfach in Deutschland grundsätzlich haben. Aber ich glaube, wenn man halt solche Modelle hat und macht, dann wäre es halt auch wichtig, weil ich das halt auch von Seiten der Kunden her sehe. Sie nutzen es ja trotzdem, obwohl wir jetzt irgendwie nicht von irgendeiner Datenschutzbehörde einen Stempel aktuell haben, der sagt, hier, ihr könnt, wenn ihr das so macht, ist das alles fein. Aber zumindest wäre das halt auch nochmal wichtig, weil ich das halt einfach von Kundenseite her sehe, dass der Wunsch danach halt auch da ist. Verständlicherweise, weil viele halt auch sich mit ihrer Datenschutzbehörde da natürlich auch in anderen Fällen schon auseinandergesetzt haben oder auch mit der Bundesnetzagentur und dann auch gerne wüssten, wenn sie jetzt einen höheren Aufwand betreiben, wenn sie vielleicht auch bei dem Generieren von Daten weniger Daten generieren oder auch anmieten, gerade auch für die Kunden gilt das. Wir haben viele Kunden, die halt sagen, ich möchte ja, wenn ich einen Datensatz anmiete fürs Marketing oder für mich selbst generiere, möchte ich einen ganz sauberen Prozess haben. Ich kann ihn nur halt nicht kontrollieren. Ich habe irgendeinen Lead-Generierer, der liefert mir 5000 Daten. Dafür zahle ich einen bestimmten Betrag. Was ich da genau bekomme, weiß ich aber halt nicht als große Versicherung oder Bank oder Automobilist. Und die möchten das gerne wissen und die sind auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Aber wollen dann halt, wie gesagt, am Ende irgendwo auch ein bisschen die Sicherheit haben, dass wenn sie mehr Geld ausgeben und eine höhere Compliance für diesen Prozess haben,
dass am Ende dann halt auch Sie wissen, okay, wenn dann wirklich mal die Bundesnetzagentur oder meine Datenschutzbehörde nachfragt, dann wäre es halt auch grundsätzlich schön, wenn es von der Seite halt auch da so ein bisschen mehr Unterstützung gäbe. Und da sind wir, wie gesagt, jetzt die ganze Zeit dran und versuchen das. Wir sprachen ja auch schon drüber, LDI NRW ist da ja auch nicht das Allerflotteste, beziehungsweise das, was halt auch nach außen hin mit solchen Projekten sich stark platziert. Da ist Herr Brink zum Glück ein bisschen anders unterwegs. Mit ihm kommen wir da auch ganz gut gerade voran. Aber das wäre halt aus unserer Sicht, ist jetzt nicht kriegsentscheidend für solche Konstrukte, aber wäre natürlich schon sehr hilfreich, wenn man das irgendwie so ein bisschen abgestimmt ist, weil ich halt auch, wie gesagt, merke, viele Kunden möchten das ja und die sind auch absolut bereit, einen höheren Aufwand und auch einen höheren Kostenaufwand in Kauf zu nehmen. Aber irgendwo muss das dann halt auch funktionieren und da sehen wir halt, dass das noch so ein bisschen schwierig ist. Wir kommen zwar voran, aber sehr, 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 sehr behäbig. Und das ist halt auch nochmal. Ja, die herauszuhörende Ungeduld verstehe ich und den Punkt sehe ich als einen der zentralen Punkte an. Eine Grundsatzfrage ist die Datentreuhand, ist sie Akteurin oder ist sie Mittlerin? Besitzt sie Daten oder vermittelt sie nur Datenströme und Rechtemanagement? Und unabhängig von der Frage, wie ist jetzt die Struktur und die Organisation ausgestaltet, ist natürlich die Frage, und das sprachen Sie an, wie generiert die Datentreuhand Vertrauen? Weil die, wenn ich Daten oder Rechtemanagement zu treuen Händen der Treuhand gebe, muss ich mich ja fragen, wie treu ist mir denn diese Hand? Und um die Datentreue zu belegen, braucht man Vertrauen oder Belege. Nun kann man Integrität schlecht beweisen, aber es gibt natürlich Indizien. Und das kann man einmal über die Einrichtung selber, über die Wahl der Rechtsform, über die Wahl der Trägerschaft generieren, dass man sagt, wir machen jetzt eine unabhängige, gemeinnützige Einrichtung oder wir machen eine Behörde. Da kann man in den Augen mancher dann mehr Vertrauen generieren, als wenn man es jetzt rein kommerziell organisiert. Teils ist es dann auch eine Frage der Praxis, also die Stiftung Warentest, erwähnte ich ja schon, die ist ja auch keine Behörde und die kriegt auch für ihre Testergebnisse keine Stempel von Behörden oder von TÜVs. Trotzdem hat sie sich über die Jahrzehnte ihrer Praxis großes Vertrauen erarbeitet. Also manchmal kann es auch erarbeitet werden, aber das braucht natürlich sehr viel Zeit. Schneller kämen wir in der Tat voran, wenn es eine Art Testat gäbe für das Vertrauen, was eine Datentreuhand, eine private zum Beispiel, innehat. Nun sind wir im Bereich der Datenschutzzertifizierung. Das wäre ja ein Punkt, um Vertrauen zu belegen oder um Vertrauen, wie soll man sagen, dem Vertrauen der Kundschaft, der Verbraucherschaft eine Basis zu geben. Nach dem Motto, seht her, diese Datentreuhandstelle, wenn wir davon ausgehen, es gibt mehrere, diese Datentreuhandstelle hat ein unabhängiges Testat über ihre Datenschutzkonformität. Da hätte man dieses Thema schon mal abgehakt, hätte man da ein starkes Indiz. Leider sind wir noch nicht so weit. Der Markt der Datenschutzzertifizierung, der liegt noch da nieder. Seit dem Inkrafttreten der DSGVO ist ein großes Problem. Große Hoffnung setzte die Wirtschaft in die Datenschutzzertifizierung. Wir hatten unter dem BDSG einen recht bunten Zertifizierungsmarkt, allerdings auch einen sehr uneinheitlichen. Und jetzt haben wir gar keinen. Das ist auch keine Alternative. Wir sind jetzt im Jahr 4 nach dem Inkrafttreten, im Jahr 2 oder nach dem Jahr 2 der DSGVO-Praxis. Und wir haben immer noch kein Zertifizierungssystem. Das liegt an mehreren Punkten. Das liegt daran, dass im Europäischen Datenschutzausschuss die Abstimmung über die Kriterien zur Akkreditierung der Zertifizierungsstellen. Es ist so komplex, wie es klingt. Dieser Prozess hing lange. Also es müssen viele Akteure da sich einig sein. Die Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland, der Zusammenschluss der europäischen Datenschutzbehörden in Brüssel und die jeweilige nationale Akkreditierungsstelle. Das ist in Deutschland die DAX, die deutsche Akkreditierungsstelle. Und die alle müssen sich einig sein, bis es dann endlich losgehen kann, überhaupt mit der Akkreditierung von Zertifizierungsstellen. Und danach könnte so eine Zertifizierungsstelle, die es eben jetzt noch nicht gibt hier, könnte die einer Datentreuhänderin ein Zertifikat ausstellen für ihre Datenverarbeitungsprozesse, für die Daten, die die Kunden oder Unternehmen ihr zu treuen Händen geben. Da müssen wir natürlich schnell hin. Das wäre ein weiterer Weg, Vertrauen zu generieren, den eine Datentreuhänderin sicherlich bräuchte.
Vielen Dank. Also man sieht, es gibt noch eine ganze Reihe von Herausforderungen, auch wenn alle von Digitalisierung reden und von dem wahnsinnigen Wert und Nutzen der Daten, gibt es doch noch eine ganze Reihe von Hausaufgaben zu machen, um das Ganze dann auch in vernünftige Bahnen zu lenken, beziehungsweise auch wirklich einen professionellen und guten Nutzen aus dem zu ziehen für alle Beteiligten. Herr Nachtsheim, wenn Ihnen jetzt keine weiteren Fragen mehr vorliegen, würde ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen, lieber Herr Richter, ganz herzlich zu danken. Es ist ein unglaublich spannendes Thema mit einer ganzen Bandbreite von Facetten, wie wir gehört haben. Und ich glaube, das Thema wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Und ich bin sicher, dass wir an anderer Stelle das Thema noch vertiefen werden oder in anderen Punkten noch gemeinsam diskutieren werden, öffentlich diskutieren werden mit Beiträgen, um Ihre Kompetenz und um Ihre Meinung auch unseren Mitgliedern und in den entsprechenden Publikationen kundzutun. An dieser Stelle jetzt erstmal herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die interessanten Ausführungen. Gerne, Herr Tapp, danke für die Einladung. Stehe gerne wieder zur Verfügung. Danke. Vielen Dank, schönen Tag noch. Und Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie an diesem Web-Talk teilgenommen haben, wünschen wir auch einen schönen Tag und bedanken uns für Ihr Interesse und sehen und hören uns hoffentlich an dieser und anderer Stelle immer gerne wieder. Vielen Dank.